Und es geht hier Schlag auf Schlag, wie wir es Ihnen versprochen haben. Und es sind ja sehr viele, erfreulich viele Leute da, die also sich sicherlich jetzt auch sehr freuen, dass man hier auch den Preisträgern viel näher kommt als im Berlinale Palast, wo wir sowieso nicht reinkommen und wo außerdem ja auch eine Riesendistanz da ist. Ich freue mich immer ganz besonders natürlich, wenn Leute auch wiederkommen, die schon mal hier waren, weil ich sage dann auch immer zu denen, please come back when you have a bear, don't forget us. Und das hat in dem Fall auch geklappt. Der Film lief ganz am Anfang der Berlinale, sodass man dann schon denkt, ah, vielleicht wird er vergessen, die Jury hat zu viel gesehen inzwischen, aber sie haben sich erinnert an den Film Edi aus Tunesien. Absolute Sensation, dass so ein Film überhaupt hier lief. Ein Film, der uns eben auch sehr beschäftigt hat. Eine sehr sinnliche, sehr schöne Liebesgeschichte. Ein Film eben aus dem heutigen Tunesien, das uns durch diesen Film sehr nahe gekommen ist. Und der Regisseur dieses Films, Mohamed Ben Attia, hat den Preis bekommen für den besten ersten Film, für das Debüt. Congratulations. Thank you very much. Merci beaucoup. Great to have you here again. Hello. Jörg Taschmann wird für uns übersetzen aus dem Französischen. Und dann... Okay, you thought probably that it was okay, but there was another award. Es gab also für diesen Film dann noch einen zweiten Preis. Und wenn ich das richtig jetzt geguckt habe, dann ist es vielleicht auch das Debüt des Schauspielers. Das können wir gleich klären. Also ich habe den Eindruck, da gab es keinen anderen Film, jetzt habe ich keinen anderen gefunden. Er ist also Heidi in diesem Film. Er ist dieser junge, hin- und hergerissene Mann. Bitte begrüßen Sie ausgezeichnet als bester Darsteller dieser Berlinale. Begrüßen Sie bitte Mazdura. Hi, congratulations. Good to see you. Hello. Thank you very much. So ist es wirklich. Wir kennen jetzt die tunesische Filmszene nicht so gut. Ist es wirklich Ihr erster Film? Der erste große Film? Non, c'est mon deuxième film. Le premier, c'était un long métrage, Bidon 2, avec Gilani Sadi, un réalisateur tunisien. Also ich habe schon einen Film gemacht, das ist hier mein zweiter. Ich hatte schon mit einem anderen tunesischen Regisseur einen langen Spielfilm gedreht. Okay, aber für diesen gab es jetzt eben diesen tollen Preis. Und wie haben Sie das heute empfunden, auf der Bühne zu stehen? Trine Dürholm ist ja eine erfahrene Schauspielerin, sie ist die beste Darstellerin geworden und ein junger Mann mit seinem zweiten Film packt es gleich. C'est un truc incroyable, je m'y attendais pas du tout, quoique Mohamed par exemple, les autres quoi, les autres membres de l'équipe des amis me le prédisaient en quelque sorte, mais je n'y croyais pas du tout. Et c'était une sacrée surprise, quoi. C'était un truc vraiment magnifique. Pendant un moment, le temps s'est arrêté pour moi, quoi. Also das war schon eine wahnsinnige Überraschung. Einige haben mir das zwar gesagt, das könnte passieren, aber das habe ich nicht eine Sekunde geglaubt. Auch er hat es mir immer gesagt, mein Regisseur. Aber als ich dann da auf der Bühne stehe, da ist einfach die Zeit mal kurz stehen geblieben. Moment, jetzt haben wir diesen Film ja gleich am Anfang gesehen und waren beeindruckt davon, was Sie da für eine Liebesgeschichte erzählen. Ein junger Mann, der, vielleicht können Sie uns das mal sagen, haben wir nicht alle diesen Film gesehen, vielleicht so hin und her gerissen ist zwischen Tradition und Moderne. Dafür steht er ja eigentlich nicht. Und vielleicht ist das sogar eine Art Symbol für das ganze Land. Ce jeune homme est un symbole pour tout le pays. On peut dire ça, oui. My job. Oui, oui, on peut dire qu'il est commun à plein. C'est un problème qui est commun à plein de jeunes. C'est-à-dire qu'on voulait que Heidi ait une situation normale, qu'il a un mariage à préparer avec une très belle femme, qu'il a déjà un travail, que tout est stable. Et on se demande pourquoi, justement. Pourquoi il a ce malaise, pourquoi il se sent mal. Et c'est le propre de plein, plein de jeunes. Ce n'est pas que les gens qui ont des problèmes plus graves, comme par exemple le chômage, qui est vraiment une situation désastreuse, certainement. Mais je voulais parler de cette fausse banalité, de ce faux calme, justement, en apparence, ou à l'intérieur, ça bouillonne, parce qu'il y a un vrai malaise. Also ich wollte von dieser falschen Banalität ein bisschen erzählen, weil eigentlich ist das ja ein junger Mann, dem es gut geht. Der hat einen Job, der wird eine wunderschöne Frau heiraten. Also alles läuft eigentlich gut für ihn. Dann fragt man sich, ja, warum fühlt er sich dann so unwohl? Warum kocht es so in ihm? Aber das ist eben auch symptomatisch für sehr viele junge Menschen in Tunesien, die jetzt nicht ganz schlimme Probleme haben. Es gibt ja richtig schlimmere Probleme noch, wie zum Beispiel die Arbeitslosigkeit oder auch andere Dinge. Aber ich wollte wirklich von dieser Generation erzählen, die eigentlich relativ stabil lebt, die gar kein schlechtes Leben hat und trotzdem unzufrieden ist. Gleichzeitig, also er hat diese Frau, die ist ihm aber vorgeschrieben worden, das ist eine arrangierte Ehe, die ist aber toll. Also ich bin, es könnte Schlimmeres passieren, als jetzt gezwungen zu werden, so eine Frau zu heiraten. Aber er verliebt sich dann eben auch in eine andere großartige Frau, die viel stärker ist, viel frischer, viel lebendiger und wirklich seine eigene Wahl ist. Und ich dachte die ganze Zeit über, so ein Film ist natürlich auch Ausdruck eines Aufbruchs auch in Tunesien selbst, obwohl das eine ganz private Geschichte ist. Es ist eine Liebesgeschichte ja auch. Und sie haben es ganz offensichtlich auch darauf angelegt, uns diese starken Frauenfiguren zu schildern, auch die Mutter
von ihm. Das ist ja nicht so ein reines Muttermonster. Die will das Beste für ihren Sohn. Also ganz offensichtlich haben sie diesen Blick. Ich finde, die Frauen sind schon sehr wichtig in dem Film. Vous m'avez dit la dernière fois que justement c'est votre personnage préféré et je comprends parce qu'elle est nuancée. Elle n'est pas juste le monstre qu'on peut attendre de Saber, qu'on salue d'ailleurs parce qu'elle a fait un très très beau travail sur ce personnage. Et c'est vrai que ces femmes, les femmes, on en voit de cette génération qui sont très très fortes et pour elles, pour ce genre de profil, c'est, la vie passe forcément par la vie de famille. Il n'y a qu'une vie possible, c'est la vie de famille. Avec malheureusement cet aspect un peu trop étouffant, parce que justement, un trop plein d'amour autour de la famille peut justement limiter tu l'amour déjà, et puis limiter les opportunités qu'un individu peut faire par soi-même. Ja, du hast mir ja schon das letzte Mal gesagt, als ich hier war, dass das eigentlich deine Lieblingsfigur war. Ja, die Mutter. Weil das stimmt schon, das ist nicht nur so ein Muttermonster, sondern die ist schon auch nuanciert. Mhm. Und sie will das Beste für ihren Sohn. Und das Beste, was sie kennt, ist das Familienleben. Sie kennt nichts anderes als eben ein ideales Familienleben. Das Problem ist nur einfach, wenn man kann einen mit Liebe auch ein bisschen ersticken. Mhm. Man kann Liebe auch töten, wenn man es zu doll übertreibt. Und, aber du hast vollkommen recht, es gibt diese starken Frauen in Tunesien und wir grüßen hier auch ganz herzlich die Schauspielerin, die heute nicht bei uns sein kann und die diese Mutter verkörpert hat. Wie heißt sie? Ne? Le nom de l'actrice. Saber Bezouita. Die ist toll. Aber Masht hat diesen super Preis bekommen für diese schwierige Rolle, Masht. Ich glaube, das ist nicht so leicht. Es ist leichter, jemanden zu spielen, der ständig rumbrüllt, schreit, seine Gefühle rauslässt. Er muss ja so einen unentschlossenen Typen spielen, der sich nicht entscheiden kann. Das ist ja sein Hauptproblem, glaube ich, dass er nie so richtig weiß, was will er eigentlich im Leben. Ich kann mir vorstellen, so eine Figur so zu zeichnen, dass wir ihr trotzdem gern zusehen, ist nicht so leicht gewesen. Non, pas du tout. C'était pas du tout facile, d'autant plus que Hedy est très très loin de moi, psychologiquement et dans sa façon de se comporter publiquement et avec les gens. Je pense que je suis beaucoup plus expressif, beaucoup plus sociable, que physiquement je bouge beaucoup plus, etc. Ouais, je bouge beaucoup, c'est vrai. Ouais, je consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça, c'était très difficile pour moi au début, surtout par rapport à ma voix, par rapport à mon corps, à mon regard, à tout. Donc, au début, c'était très difficile pour moi, mais avec le travail et tout, avec la complicité avec Mohamed et tout, on y est arrivé. Et oui, je pense que c'est beaucoup plus facile de jouer un rôle où l'on crie beaucoup, où l'on est excessivement, disons, expressif, que jouer un rôle sous une autre forme de jeu qui est plus dans l'économie, qui est plus dans l'intériorité du personnage, etc. Ja, also das war schon nicht einfach, diesen jungen Mann so zu verkörpern, weil ich eigentlich ganz anders bin. Ich bin eigentlich jemand, der doch eine Menge Energie hat. Ich bewege mich die ganze Zeit. Und der Regisseur hat das auch bestätigt, dass er jemand ist, der eigentlich sehr, sehr zappelig ist. Das hat er uns auch erzählt damals, als er hier war. Genau. Das war deshalb auch sehr schwer für mich, auch mit einer anderen Stimme zu spielen, mit einer anderen Körperlichkeit. Und da musste ich dann auch mit meinem Regisseur wirklich ein bisschen dran arbeiten, dass mir das gelang, dass ich diese andere Figur werden konnte. Weil, wie du schon gesagt hast, es ist natürlich sehr viel einfacher, so etwas ganz Expressives zu spielen, wo man alles rausschreit, alles so raushauen kann. Insofern war das gar nicht einfach, diesen Mann zu spielen, der alles so verinnerlicht hat und der so von innen heraus versucht, alles zu lösen. Eine letzte Frage, Mohamed. Also der Film, wenn ich mich richtig erinnere, in Tunesien noch nicht im Kino. Wird dieser Preis, zwei Preise habt ihr sogar, also du hast gleich von deinem ersten Film diesen Preis bekommen und Martin eben für sein Spiel. Wird das vielleicht auch wichtig sein in Tunesien, dass man dann noch mehr Leute ins Kino zieht? Das ist ein sehr moderner Film übrigens, ein gut verständlicher, sehr unterhaltsamer Film, auch mit großen Gefühlen. Déjà, le public se déplace beaucoup quand il s'agit de films tunisiens. Avant, on en avait deux, trois maximum par an. Là, il y en a une dizaine, voire une douzaine. Donc là, il y a toujours une envie et une attente. Et c'est vrai qu'avec ces deux prix, et j'espère que le public va être curieux pour vraiment se déplacer et voir ce film. Et si je peux juste rajouter un truc qui n'a rien à voir. La dernière fois ici, j'ai dit que j'ai passé 12 ans 12 ans chez une société concurrente de la société qu'on voit dans le film. Et c'était 12 ans d'humiliation. Je trouve que je m'en suis voulu après coup parce que c'était un peu exagéré. Parce que ces 12 ans m'ont permis non seulement de rencontrer des gens formidables, comme mon ami Rafir que je salue, si jamais il m'entend, mais aussi d'arriver à m'imprégner de ce rôle et d'écrire ce scénario.
Also als erst einmal, es ist schon so, dass Tunesier sehr, sehr neugierig sind auf unsere eigenen Filme, die wir drehen. Und das Publikum in Tunesien kommt wirklich, die wollen wirklich ins Kino ihre eigenen Filme sehen. Früher gab es aber halt nur so 2, 3, das hat sich verändert. Mittlerweile haben wir 10 bis 12 tunesische Filme. Und da wird das Publikum natürlich noch neugieriger sein, wenn es erfährt, dass es hier in Berlin gleich 2 Preise gegeben hat. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und dann muss ich noch was hinzufügen, was ich hier letztes Mal gesagt habe, als ich bei dir in der Sendung war. Ich habe ja erwähnt, dass ich 12 Jahre lang ein Vertreter für einen konkurrierenden Autohändler war, als der, den man im Film sieht. Er ist Autohändler im Film, die Hauptfigur, ne? Genau. Und er ist Autohändler von Peugeot und er hat für eine andere Firma gearbeitet, das ist doch gesagt, die nicht genannt werden soll. Und und auf jeden Fall habe ich damals gesagt, das war eine sehr lange Zeit, aber mittlerweile bin ich doch diesen 12 Jahren sehr dankbar, weil ohne diese 12 Jahre hätte ich dieses Drehbuch nicht schreiben können, hätte ich diese Erfahrung nicht machen können und dann würde ich jetzt nicht hier stehen. Es hat sich doppelt gelohnt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Jörg Taschmann für die tolle Übersetzung natürlich und bei Mohamed Ben Attia, ausgezeichnet als bester Nachwuchsregisseur für sein erstes Langzeitdebüt. Und ich gratuliere natürlich sehr herzlich dem Hauptdarsteller diesen tollen Preis. Das ist der Silberne Bär der Berlinale für den besten Darsteller. Maj Mastura hat ihn bekommen für den Film Hedy. Und Hedy steht hier.